Herzlich willkommen wieder bei Shisha TV, wieder mit mir Dominik. Heute der Kameramann Paddy, danke dem. Schaut mal nach unten, da habe ich einen Eimer stehen. Warum? Ich dachte mir, soll ich bei der Challenge mitmachen? Nein. Warum? Das ist alles Verschwendung für das gute kalte Wasser. Ich habe da Eiswürfel rein und. Dachte mir, okay, mache ich die Challenge. Auf jeden Fall dachte ich mir so, okay, mache ich. Aber dann dachte ich mir so, nein, die Shisha einfach ins kalte Wasser stellen ist viel geiler. Ganz viel besser rauchen, schön kalt, top. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Tabak. Was für Tabak stelle ich heute vor? Das ist von Start Now, der Tropical Beach. Was ist da so circa drin? So Mango, ja, also echt viele exotische Früchte, würde ich sagen. Vom Geruch her riecht der erstmal so ein bisschen kleberartig. Hat mich ein bisschen verwundert. Ja, also ist so ein bisschen Mango-mäßig, aber fast wie so ein Kleber riecht der, ohne Mango-Note. Vom Schnitt her, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich denke ja weniger, ist der Schnitt auf jeden Fall gut. So mittelmäßig, halb grob so, halb fein, so ein Mittelding eben. Und vom Geruch her trotzdem angenehm, obwohl es so eine Klebernote hat. Ja, danke an Alex, ich durfte mal testen. Ja, nehme ich mal gerade mal einen Zug. Ja, also vom Geschmack her schmeckt er ganz anders, deswegen war ich überrascht, warum er so leicht kleberartig riecht. Aber vom Geschmack her kommen auf jeden Fall diese tropischen Früchte raus. Schmeckt wirklich wie so ein Cocktail. Auf der Verpackung ist nämlich auch so ein Cocktail abgebildet. Ist auf jeden Fall sehr lecker das Ganze. Schmeckt mangoartig, wie gesagt, ein bisschen Maracuja-mäßig. Leicht eine Zitronennote, würde ich sagen, so ein bisschen Limette, Zitrone. Und lässt sich auf jeden Fall gut rauchen, ist angenehm. Leicht auch so ein Eisbonbon-artiges drin, also haben wir eben gerade zusammen geraucht, Paddy und ich, und da haben wir auch gerade festgestellt, so ein bisschen eismäßig ist da auf jeden Fall was drin. So ein bisschen Frozen, würde ich behaupten, damit es etwas kühler schmeckt quasi. Aber keine Angst, schmeckt jetzt nicht nach irgendwie Minze oder irgendwie Mint oder sonst was. Man kann es auf jeden Fall gut rauchen, es ist mild vom Geschmack her. Ist jetzt absolut keine Minze drin, würde ich behaupten. Vom Rauchverhalten ist es auch in Ordnung, auf jeden Fall top. Wie ihr sehen könnt, passt auf jeden Fall. Mit was rauche ich denn heute? Wie ihr sehen könnt, das ist jetzt eine andere Shisha, ist eine Caesar. Caesar in einer Fragment Bowl. Und mit einem Ottermann Most Shisha Shop Alu-Stück, limitierte Auflage. Und einem Silikonschlauch, ganz standardmäßig. Mit einem Hooker Brothers Windschutz. Ein Butcher Heckkopf mit 3 Aldebaran Platinkohlen. Also lässt sich verrauchen mit einem größeren Kohleteller. Allerdings ist der von Kaya, weil ich von Amy keinen gefunden habe. Alles in allem super Shisha, schmeckt auf jeden Fall gut. Gerade für warme Sommertage, die jetzt fast vorbei sind, würde ich behaupten. Aber trotzdem für so Sommertage oder wenn es einfach angebracht ist, irgendwie am Main oder sonst wo draußen Shisha rauchen, auf jeden Fall zum Empfehlen. Ja. Und da würde ich sagen, das war's wieder von mir. Schaut einfach mal die vorherigen Folgen an oder die demnächst kommen. Und dann würde ich sagen, guten Rauch bei der nächsten Shisha. Ciao.